Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 thank you Zu Frequent Traveler TV heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ein Thema, was sich durch diese Sendung zieht, ist Streik. Streik an elf deutschen Flughäfen, Streikgefahr bei der Lufthansa in der Kabine. Die Gespräche sind gescheitert. Wir haben dann Lufthansa ITA. Da gibt es eine harte Linie der Europäischen Union die sind da irgendwie nicht von About. Dann haben wir eine Promotion äh, Etihad und World of Hyatt. Da gibt es bei World of Hyatt Übernachtung Punkte bei Etihad. Und wir haben noch einen äh, Discover Test. Die testen Monitore auf allen Sitzplätzen. Ja, selbst in der Economy. Und wir haben noch ein Thema Virgin Gepäcktracking. Da wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Gepäcktracking-Thema äh, beschäftigen und ähm, Lasst uns direkt starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch kommentiert habt und Kanalmitgliedschaft. Und wir haben dann noch die versprochenen Termine: 19. Februar, Frankfurt Stammtisch, 20. Februar Stammtisch in Aachen und am 21. Februar in Köln. Ja, ganz genau, da werden wir in der Region sein: äh, Frankfurt, Aachen, Köln in der Reihenfolge. Äh, Anmelde links äh, gibt es gerne auf Nachfrage. Da ist die Nummer. Da da nee, ach Quatsch, die Hand oder hier die Hand, die Hand, die Hand. Also äh, da gibt eure äh, Anmeldung an und dann gehen wir auf Vollgas und Attacke. Das erste Thema ist das Thema natürlich Warnstreik äh, an elf deutschen Flughäfen. Ich hatte das Thema gestern aufgrund der frühen äh, Aufnahmezeit nicht so bearbeitet. Aber selbst am Frankfurter Flughafen, was das heißt ist, wenn das Sicherheitspersonal in den Streik tritt, beziehungsweise das heißt ja nicht Sicherheitspersonal, sondern äh, das nennt sich Luftsicherheitskräfte am Flughafen. Und der Frankfurter Flughafen hat bekannt gegeben, dass es dort keine Flugbewegung geben wird. Das heißt also... Alles, was nicht im Transitbereich ist, wird geschlossen. Ähm, die Frage ist allerdings, wie immer, für die Horn Circle, ob das trotzdem noch geht durchs FCT. Äh, das ging beim letzten Mal, also insofern, vielleicht für den einen oder anderen, ein Blessing ist Disguise. Wer ein Horn ist oder ein First Class Ticket hat, kann äh, eventuell da dann in den Genuss kommen des Fluges. Was ihr auch noch wissen müsst und was ihr auch wissen solltet, ist natürlich immer wieder, ähm, dass Flüge natürlich dann auch teilweise auch ausfallen können. Können. Der Flughafen Frankfurt bittet wie jeden, kommt nicht zum Flughafen und bucht um. Die Umbuchungserfahrungen sind unterschiedlich, je nachdem, welcher Status und Buchungsklasse. Heißt also im Prinzip, je höher die Buchungsklasse, je höher der Status, desto einfacher konnte man umbuchen. Je niedriger der Buchungs, äh, die Buchungsklasse und der Status ist, desto früher wurde gesagt, nee, nee, der Flug ist nicht gestrichen. Ähm, aber Lufthansa hat die Möglichkeit gegeben, jetzt über die App umzubuchen. Also insofern äh, bin ich mal gespannt. Ähm, insgesamt sind für Donnerstag rund 1050 Flugbewegungen geplant am Frankfurter Flughafen. Interessante Geschichte. Ein Kunden, der kam aus Hamburg, auch der Hamburger Flughafen sagte, dass der Sicherheitsbereich aufgrund des Streiks geschlossen wird. Auch da hatte man gesagt, kommt nicht zum Flughafen. Stuttgart ähm, ist es auch so, dass man dort mit Beeinträchtigungen rechnen muss, aber ähm, man sollte den Status des Fluges buchen. Das heißt also, da passiert so ein bisschen was. Düsseldorf ist auch so, dass regulär 290 Start- und Landungen geplant sind. Da sieht man schon mal den Unterschied 1050 zu 290. Und ähm, wichtig ist halt, ähm, dass man sich erkundigt, ob der Flug wie äh, geplant stattfindet. Und die Verzögerungen sind dort auch so, dass man nicht sagt, man ist komplett geschlossen. Also man ist da so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, gearscht. Ne? Also mit langen Zeiten ist zu rechnen. Köln Bonn ist auch so, dass man dort mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnet. Vielleicht werden wir auch wieder Bilder sehen, wie wir sie hatten, dass die Leute eine Kilometer lange Schlange haben, also es war ja so aus der Halle raus, was bei dem Wetter relativ doof ist. Aber wie gesagt, 103 Passagierflüge heißt also 52 Starts, 51 Landungen sind geplant. Auch hier mengenmäßig relativ wenig. Wer in Berlin-Brandenburg ist, da sind keine Abflüge möglich. Da hat man einfach komplett gesagt, da machen wir die Bude auch einfach zu. Wo es einen Unterschied gibt, ist natürlich bei den Flughäfen in Bayern. Da ist es so, dass da mit dem Streik das nicht so einfach ist. Also da wird alles. Wohl so laufen, weil die ähm, Flugsicherheitskräfte dort verbeamtet sind, halb irgendwie, also zumindest so, dass es dort ähm, halb nicht möglich ist. Also sie sind nicht so ver es ist auf jeden Fall nicht diese Konstruktion, wie wir sonst irgendwo in der Republik haben. Heißt also, in München und in Nürnberg wird es wohl mit einem blauen Auge weitergehen. Ich bin da mal gespannt, was da eure Einschätzung ist und was eure. Ähm, Erfahrungen dort sind. Ihr könnt Erfahrungen schreiben zu Umbuchungen, Erfahrungen zu morgen zu den Flügen. Ich bin mal gespannt, was wir da haben. Auch ähm, können wir das Ganze natürlich am Stammtisch besprechen. 19. Frankfurt, 20. Aachen, 21. Köln. Ganz genau so sieht das aus. Dann haben wir ein Thema, was auch äh, mit Streikpotenzial zu tun hat. Das ist das Thema Lufthansa-Kabinenpersonal. Und zwar, da sind die Verhandlungen gescheitert. Die Lufthansa-Kabine ist ja schon seit langem mit der Lufthansa dran. Und die äh, UFO hat jetzt gesagt, das ist so ähm, jetzt, dass wir da keinen Bock mehr drauf haben, weil wir haben das Gefühl, die Lufthansa nimmt das Ganze nicht ernst und dass sie da halt wirklich das auf Zeit spielen und das auf die lange Bank schießen. Und ähm, deshalb ist es so. Dass man bei der UFO, wo man seit dem 8. November verhandelt, jetzt einfach sagt, nee, wir haben da keine Lust mehr drauf. Und ähm, man wollte halt nicht über die Inhalte der Verhandlungen kommunizieren, so war es vereinbart, aber UFO macht da jetzt wahrscheinlich jetzt einen anderen Weg und sagt, aktuell finden aber keine Verhandlungen statt, von daher halten wir es für richtig im Sinne der Transparenz, euch kurz zum Reißen, Die Lufthansa in der Verhandlung starten wollte, heißt es in dem Schreiben. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, sind die Forderungen so schlecht, dass man sagen kann: hm, Das ist so, dass man das eigentlich gar nicht will. Und die UFO haben entweder nicht äh, die Forderung der UFO, ist so, dass das ähm, von der Airline natürlich dann gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise überhaupt in Betracht gezogen worden sind. Ähm, und dann ähm, hat die Fluggesellschaft auch wahrscheinlich dann so wenig geboten, dass man dann direkt Nein gesagt hat. Heißt also, dass man habe der Airline äh, 50% Inflationsausgleich, 50 Euro mehr Urlaubsgeld und 3% Gehaltserhöhung angeboten. Äh, wir finden, es sieht einfach so aus, als würde die Lufthansa uns als Kabine nicht ernst nehmen, so sagte es dort die UFO. Und äh, man hat 14 Tage Verhandlungen gehabt und jetzt sollen die eigenen Mitglieder mobilisiert werden und ein Streik äh, gemacht werden. Äh, die Lufthansa hat zum Beispiel dem Aerotelegraph äh, äh, gegenüber denen das Schreiben vorliegt, äh, gegen die Vorwürfe. Natürlich haben wir das von UFO kommunizierte Erstangebot seit Beginn der Verhandlung substanziell weiterentwickelt, heißt es in einem Schreiben von Benedikt Schneider und der Personalchefin Astrid Neben. Für den Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt fehlt uns daher jedes Verständnis. Nur gut, wir erinnern uns ja, äh, dass das immer so das Spiel ist. UFO oder Gewerkschaften im Allgemeinen sagen, ja, man hat uns nicht ernst genommen, die anderen sagen, das stimmt nicht oder umgekehrt. Und da ist halt so dieses klassische Blame Game am Start. Was das für uns heißt, ist einfach das Dilemma, dass wir dort in einem ähm, streik uns befinden. Heißt also, dass Flüge wieder nicht stattfinden, dass es Probleme gibt, Sorgen, Ängste und Nöte nicht ernst genommen werden. Finde ich relativ schwierig, ist aber so. Und da kann man dann halt leider nur noch die Frage des Tages stellen. Ist Streik in Deutschland ein Normalzustand? Haben wir es in Deutschland geschafft, dass wir äh, zu einer Streiknation werden, wo man früher einfach gelacht hat über die Franzosen, über die Italiener, bisschen kratzen muss auch sein, äh, und die Italiener, äh, dass die so viel streiken und, und wir haben halt das Ganze gemacht und das hat sich jetzt gewendet. Und dann das nächste ist, beeinflusst das eure Wahl? der fluggesellschaft oder auch sogar des flughafens weil wir haben kunden die gerade in grenznähe wohnen die zum beispiel sagen du ich fliege lieber über zürich fliege lieber über amsterdam bei zürich ist das ja nicht so dramatisch weil dann ist man ja immer noch innerhalb der lufthansa gruppe das ist der lufthansa dann wohl eher egal weil das geld kommt ja. aber wenn man nach amsterdam geht ähm, dann ist das wohl ein thema nicht unbedingt jetzt wenn amsterdam bogota geflogen wird wir haben jetzt einige kunden die wir nach kolumbien bringen. Ähm, die haben auch am Streiktag den Flug, da wird es ein bisschen Speschen natürlich gehen mit der Sicherheitskontrolle von ähm, Schengen nach Non-Schengen. Aber ähm, wenn man dann auf KLM umswitcht oder jetzt stellen wir uns mal vor, dass da irgendwas sauer läuft in Amsterdam, und dann fliegen die halt mit KLM oder mit einer anderen Fluggesellschaft, dann ist der Umsatz für die Lufthansa weg. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Einmal im Rahmen der Luftsicherheitsleute ähm, und der Lufthansa-Kabine und äh, wer sind denn die nächsten die dann streiken also das ist leider so viel dass da mittlerweile immer wieder gestreikt werden kann dass man das Gefühl hat es gibt keinen Tag ohne streik gefühlt ganz wichtig was auch gefühlt ist ist das never ending drama um die lufthansa und die ita die lufthansa und die ita machen dort ja äh, von sich äh, Reden bei der Übernahme Schlacht am Anfang. Jetzt ist es so, dass das eine EU-Schlacht ist. Die Bundesregierung hat eingestimmt, die italienische Regierung hat eingestimmt. Und jetzt ist es so, dass die ähm, Behörde in Brüssel ernsthafte Bedenken hat. Und das zeichnet sich dadurch aus, äh, dass man... Ähm, dort jetzt gesagt hat, dass man jetzt in die Phase 2 geht und es ist auch übrigens kein Selbstläufer. Die Phase 2 geht bis zum 6. Juni und ähm, am 6. Juni ist es Zeit für eine Entscheidung. Und ähm, man wollte natürlich auch ähm, dort von der Lufthansa Zugeständnisse machen nach Mailand Linate und so weiter, also auch Flüge, die man eigentlich nicht wirklich so braucht in Anführungsstrichen, aber bei Intercont will man wirklich keine Zugeständnisse machen und die EU schaut wohl auch genau hin in Frankfurt und in München, ja. Das heißt also, dass man da, ähm, ist das so, dass das auch eine ähm, äh, Geschichte ist, es, es gibt ja dieses Atlantic äh, Joint Venture, also dieses A++ oder wie das heißt bei, bei Starlines und da ist es so, dass man... Ähm, da natürlich gucken muss, ob die Alitalia ITA, wie sie heißt, im Moment ähm, reinkommt. Was heißt das? Es das heißt, man macht Revenue Sharing. Deshalb ist es eigentlich egal, ob ich über den Atlantik fliege mit der Lufthansa, mit der United oder wer halt in diesem Joint Venture drin ist, es wird Profit Sharing gemacht. Und das hat zwei Problemfelder. Einmal natürlich das Problemfeld, dass wir dort keinen echten Wettbewerb sehen weil die natürlich kein Interesse haben, die Preise zu undercutten, weil sie ja genau wissen, naja gut, wenn wir sie runter machen, macht Lufthansa sie runter, dann haben wir weniger Profit. Also es ist schon eine Art Kartellbildung. Ähm, deshalb finde ich solche Joint Ventures relativ schwierig. Und ähm, ich bin da mal... Ähm, etwas gespannt, wie man das sieht. Ihr könnt ja auch dazu sagen, was ihr davon haltet. Haltet ihr etwas davon? Wobei natürlich auch andere Fluggesellschaften äh, Atlantic Joint Venture haben. Ne? Die heißen dann nur anders, aber haben dasselbe Ziel. Ziel ne? ähm, da bin ich mal ähm, gespannt, wie ihr das seht und. Ähm, was wäre eigentlich die Alternative? Wäre dann die Alternative, dass nachdem die SAS zur Sky Team gegangen ist und dann so mit 19, irgendwas oder 20 Prozent bei der Air France KLM gelandet ist, dass dann die Air France KLM bei ITER auch Gas gibt? Das kann natürlich sein, aber ähm, am Ende des Tages wird es vielleicht auch so sein, dass die Freunde von der ähm, ITER vielleicht auch einfach pleite gehen. Und das wäre dann noch weniger angebunden, dann gehen die anderen eh rein. Also das ist dann so eine Art Aufkurs Lufthansa Alitalia oder Lufthansa Ita. Äh, äh, nee, Quatsch, Italia. So ist das richtig gesprochen. Äh, da könnt ihr auch euren Kommentar geben. Und ich weise noch mal darauf hin, wir können am Stammtisch darüber sprechen. Also ich freue mich. 19. Frankfurt, 20. Aachen, 21. Gaun. So. Jetzt gehen wir auf das Thema Disco, Euro, Disco. Früher heute nur noch Disco. Und zwar ist das Discover. Und zwar hat die Eurowings Discover ähm, einen Test mit Monitoren. Und zwar ist es so, dass der Ferienflieger äh, jetzt ein A320 und die Kennung von dem 2320 ist... Haben wir da eine Kennung für? Ich habe doch irgendwo eine Kennung gesehen. Ja, die Del Delta Alpha India Uniform Quebec äh, ist das. Und die hat... Dort Monitor in jedem Sitz ähm, und ähm, dann ist es ja so, dass man dort dass im Rahmen des Fokus ähm, natürlich eine Urlaubs- und Privatreisefluglinie sein möchte. Und wir hatten ja auch gehört von äh, Ralf Teckentrupp, dass er die Condor äh, geleitet hat, also als er die geleitet hat, die Discover eher als Angriff und als persönliche Voodoo-Puppe des äh, Carsten Spohr gesehen hat. Und jetzt ist erstmal halt nur ein Test, dass man halt ähm, dafür jetzt ähm, ein In-flight entertainment System hat. Kein Essen kostenlos, aber man hat ein In-Flight Entertainment-System. Und es ist so, dass das, äh, der acht Jahre alte Airbus schon die Lackierung äh, hat. Die Sprecherin äh, soll es zunächst bei diesem einen Testflugzeug bleiben. Ziel ist es erstmal das System im Alltag zu testen und Erfahrungen zu sammeln. Da bin ich auch mal gespannt. Und, ähm, Anders als bei den Netzwerkfluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe ist es so, dass die Discover nicht Systeme auch von, von Panasonic zum Beispiel, die ja richtig geil das ist, dass ja das, was, was, was Emirates hat als äh, Geiz-System in meinen Augen oder von Thales oder Safran, sondern auf das äh, Arena-Institut-System von ERG setzt. Das ist ein Joint-Venture von LG Electronics und äh, Lufthansa Technik, die sitzen in Hamburg und da geht es so äh, weiter, dass man. Ähm, da, natürlich auch ähm, schauen kann, inwieweit sowas dann angenommen wird. Wobei ich persönlich ähm, auch glaube, dass er das eher so das Ganze auch noch so als als Real-Life-Tester vielleicht ist für, die, äh, für das Produkt. Und äh, ich bin mal gespannt, wie weit diese Tests ähm, laufen. Und vielleicht ist das auch ein Weg. Dass die Discover und die Edelweiss dann vielleicht attraktiver sind für den einen oder anderen äh, zu fliegen als es war, wenn sie alle dieses Entertainment haben. Denn man kann ähm, jetzt bis jetzt nur halt mit dem eigenen Smartphone und so weiter da äh, was streamen. Und äh, das wäre natürlich dann eine Erleichterung. Da bin ich mal gespannt. Wir haben dann ein Thema, was auch laufend ein. Ärgernis ist, und zwar ist das Ärgernis Gepäck. Ähm, es gibt da von der JATA eine Regulierung, die ganz klar sagt, dass man das Gepäck ähm, von der Fluggesellschaft dem Passagier ähm, trecken muss. Da gibt es verschiedene Studien. Ich hatte mich mal damit beschäftigt, wollte mal ein Video machen, habe es aber dann für peilt. Letztes Jahr, I'm sorry for that. Ähm, und jetzt ist es so, dass Virgin neben anderen Fluggesellschaften, die das eigentlich schon länger bieten, wie zum Beispiel Emirates zum Beispiel, oder aber auch ähm, die Freunde von, ähm, wer waren das nochmal? Air, Air New Zealand bietet das, glaube ich, an. Qatar hat das. Und United, dass man das Gepäck trägt. Aber das ist jetzt irgendwie so ein, das ist kein direktes Tracking, was wir von dem, wo habe ich ihn jetzt meinen? Hier habe hab ich es. Hier habe ich äh, mein äh, AirTag, was ich in jedem Gepäck habe, habe da irgendwie 20 Stück von im Orbit. Am Fahrrad, in Taschen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, wo jedes Gepäckstück ist. Aber dieses ist nicht das Tracking-System, was die Fluggesellschaften machen. Was die nämlich machen, ist eine Art physisches Tracking, so wie man das von United, DHL oder sonst was kennt. Das heißt also, euer Gepäck wird gescannt beim Check-in. Dann kriegt ihr diesen Tag. Mit diesem Tag habt ihr dann auch den Proof, dass es abgegeben hat und so alles. Und damit wird es dann getrackt. Dann geht das durch dieses System. tag. Und dann gibt es einen Kollegen, der hat am Abend sein Gerät. Er scannt das. Und bei dem Scan-Vorgang sieht er... Ähm, ob das Priority-Gepäck ist und dann wird ihm gesagt, in welchem Container das kommt. Der hat da ein paar Container neben sich stehen und dann steht das Container 1 bis Wassergeier was. So und dann klickt er das an und drückt OK und es geht in den Container rein. Dann wissen wir jetzt rein physisch, ich sage jetzt mal, Container 1 wäre das HON- und First Class Gepäck. Äh, das geht da rein, wobei HON glaube ich sogar teilweise separat geht. Ähm, da ist das dann drin, und wichtig ist übrigens, obwohl es auf dem Gerät mit dem Priority steht. Die Leute können besser gucken, deshalb ist immer dieses Tag wichtig. Auch die Leute, die sich darüber lustig machen, dass man diesen roten Schniepel oder bei Horn Circle diesen roten mit blau umrandeten Schniepel hat oder bei anderen Fluggesellschaften diesen gelben Schniepel, je nachdem, welches es ist, dass das das äh, Priority-Gepäck ist. Weil die können besser gucken als lesen. Ist halt so. Ähm, no Disrespect, weil ich habe oft das gehabt, dass es zwar Priority gelabelt war, ohne den Tag und dann trotzdem nicht früher angekommen ist. Andere aber trotzdem früher heißt also es ist in den falschen Container gekommen. So und dann geht das in den Container und wenn das dann im Container ist, wird der Container gescannt und dann geht man davon aus, wenn der Container gescannt ist, dass das alles, was im Container ist, dann auch dort ist, wo der Container gescannt ist. Das nennt sich dann ein logischer Scan und kein physischer Scan. Äh, wir wissen jetzt aber alle auch bei UPS, DHL oder aber auch bei der Lufthansa, dass Container falsch geladen werden oder dass eine Tasche vielleicht als okay gedrückt wird als priority, aber dann in Container 2 landet und so weiter und so fort. Das ist halt kein echtes Tracking. Und das ist das, was die Fluggesellschaften machen. Und deshalb rate ich immer noch dafür, na rate immer dafür ich rate dafür, dass ihr ein AirTag reinmacht, damit ihr auch wirklich wisst, physisch wo es ist. Aber auch hier nochmal ein kurzer Hinweis: Ich habe schon oft gehabt, dass mein Koffer in Helsinki am Flughafen angezeigt war, obwohl ich schon in Frankfurt gelandet bin. Dann hat das ein bisschen gedauert, bis er connected hat mit einem Telefon, um das rüberzukriegen. Und dann habe ich erst gesehen, dass es in Frankfurt war und so weiter. Also das kann auch dauern, aber dann wisst ihr zumindest wirklich, es physisch steht und liegt. Das also die Unterschiede von dem System. Ich muss da mal die Meldung ausmachen. Virgin bietet das an. Lufthansa-System weiß ich jetzt nicht so, ob das so vertrauenswürdig ist am Ende des Tages. Aber auch hier könnt ihr schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und denke mal, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, naja, gut, nicht jeder hat das Geld, um sich ein AirTag zu kaufen. Das stimmt auch. Ich hoffe aber, dass damit die Zeiten des verlorenen Gepäcks Vergangenheit sind. Und wir haben einen Kunden, wenn er von Frankfurt, von Berlin nach Frankfurt fliegt oder umgekehrt, das Gepäck kommt 50% nicht an. Und er ist horn. Und auch keine Short Connects. Also das sind schon, dass er über eine Stunde da bleibt. Ist auch schade, aber gut, mit dem AirTag weiß er halt, wo es ist. Und ähm, das ist eine coole Sache. Ich bin da auf eure Kommentare gespannt. Jetzt haben wir noch ein Thema ähm, von den Freunden von Hyatt. Da gebe ich euch das Ganze mal hier. Und zwar ist die Promotion Go Further with Hyatt and Etihad und da ist Be More und Wheels Up. Und die zeigen natürlich eins meiner Lieblingsproperties in äh, der Hyatt-Gruppe das ist das Park Hyatt Abu Dhabi, wo ich das Privileg hatte. Ähm, hier oben rechts auf der Terrasse. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich gar nicht mit dem. Ähm, aber auf jeden Fall geile Zeiten. Die haben jetzt eine Promotion ähm, und zwar 1000 Bonuspunkte Etihad Guest -Miles in addition to the World of Hyatt Points, die man sowieso bekommt, für jeden qualifizierten Aufenthalt, leider nur pro Aufenthalt, nicht pro Nacht. Äh, man muss sich äh, bis zum 19. Februar äh, registrieren und dann vom 1. Februar bis zum 30. März bekommt man dann diese Punkte. Äh, wichtig ist, ich kann mal gucken, kassiert was, wenn ich hier meine Nummer eingebe, Membership-Nummer, Forget-Your-Membership-Nummer, ah, macht er nicht, äh, hat er nicht gespeichert, aber diese Promotion, da kann man halt die 1000 Punkte mitnehmen. Also ich glaube, dass das hier etwas ist, wo man wirklich noch mal so ein paar Vorteile ziehen kann und es macht ja nie äh, einen schlechten Eindruck, wenn man zumindest bei Etihad Punkte hat. Wichtig ist auch, dass ihr wie immer dann dabei bleibt, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like da zu lassen, zu kommentieren, zu abonnieren und denkt an an die Stammtische. 19. ist Frankfurt. 20. ist Aachen, 21. Köln. Ich freue mich, euch zu sehen. Viel Spaß und jetzt für euch wie immer der Abspann und ähm, bis morgen in Alter und Frische. Haben wir 20 Minuten? Ja, wir haben 22 Minuten, 46 sogar. Also danke euch. Bis morgen wieder in Alter und in Frische. Und ach ja, denkt dran, heute um Mitternacht die neuen Meilen-Schnäppchen, also die Vorschau da drauf und die Meilen-Highlights werde ich auch jetzt sofort aufnehmen und dann geht das hier auch Vollgas auf Attacke. Also bis dann. Danke. Ciao. So, Abspann. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018